Moin und willkommen zurück zu Imperion. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. So, ich habe es nämlich schon wieder fast vergessen, eine Folge aufzunehmen. Es ist schon ja, relativ spät, schon kurz vor 10. Ja, kommt davon, wenn man halt irgendwie andere Sachen macht und nicht ans Aufnehmen denkt. Wobei, ja, der Tag sowieso heute eigentlich für die Tonne war, aber egal. Dann noch so ein bisschen runterkommen und erholen und wie auch immer ein kleines Ründchen noch an Imperion gucken, dass es oder dass ich es jetzt heute nicht so ganz so lange ausarten lasse. Auf jeden Fall, heute steht auf dem Programm Archive ins Archiv und wir müssen das Schiff hier boarden. Und ja, da gucken wir auch gleich mal direkt nach. Und der Planet sieht von hier aus eigentlich gar nicht so schlecht aus. So. Hui. Es sieht schon schön aus, ne? Ich meine, wir können mal einen Moment innehalten und diesen schönen Ausblick genießen, ne? Das sieht echt Hammer, Grafik. Also, ne? Ah, da fliegt es schon wieder zu. Okay, ja, dann, bevor es losgeht, erst nochmal ein herzliches Dankeschön an alle neuen dazugekommenen Abonnenten und Dauerkommentarschreiber. Ich gucke gerade aktuell drauf. 161 Abonnenten schreibt der Kanal. Vielen, vielen lieben, lieben, lieben Dank. Und ja, einfach weiter so machen halt, ne? Wenn ich so überlege, dass das vor ein paar Tagen noch ziemlich anders aussah. Moment, ich muss ganz kurz in die Analytics schauen. Ja, das sah ja vor ein paar Tagen eigentlich noch ganz anders aus. Warte mal, in den letzten 7 Tagen. Genau, in den letzten 7 Tagen. Ja, nein, passt schon, alles gut. Komm, bevor wir uns hier mit Statistiken hier aufhalten, machen wir mal hier am besten weiter. 2 Minuten sind schon rum. Gucken wir mal. Ich schaue den normalen Leichenschutzanzug. Ich hoffe mal ja nicht, dass irgendwas Gefährliches aufkreuzt, fleucht oder wie auch immer. Noch immer eine Gemüsekonserve reinpfeifen. Einmal am Sauerstoff nuckeln. Aber die Waffen sind repariert. Ich nehme jetzt nichts. Ja, ich fühle mich ausgeruht und erholt. Ja, ist klar. Okay, dann wollen wir mal Shipboarding betreiben. Ich bin mal überlegen. Ida sagte, dass halt Piraten- und Xirak-Schiffe hier sind, ne? Also zumindest Xirak-Schiffe. Ich glaube, Piraten war jetzt, glaube ich, dazu erfunden. Sonne. Sonne! Sonne! Apropos Sonne, die habe ich heute vermisst. Das war schon am Schneien. Ganz, ganz heftige Scheiße. Ida sagte, dass hier Xirak-Schiffe sind. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir jetzt ins Archive gehen. Ob da die Xirak-Schiffe kommen und uns das Schiff wegpusten. Ich glaube, ich... Boah! Warum greift ihr das Schiff an? Seid ihr närrisch oder was? Mal eben die Geschütze rausholen und ja, das Schiff angreifen oder was? Ja, sehr geil. Lass uns sehen, ob wir dieses Archiv etwas Wertvolles erfahren können. Okay, ja, mache ich. Da rein, durch das Schiff, durch. Gibt es hier irgendwelche nennenswerten Schäden gerade? Nö. Okay. Das Schiff ist sowieso gedockt. Oh Gott. Das zum Thema, da lass uns die Waffen ausfahren. Passiert schon nichts. Paff, paff, paff. Das Ding hat sowieso keine Antriebe drin. Das sieht nur so aus. Also von daher geht hier sowieso keine Gefahr aus. Von dem Ding hier. So. Ja, ich höre auch schon wieder. Huch. Oh, da oben gibt es auch einen Zugang. Was? Von wo wurde ich jetzt angegriffen? Wurde ich jetzt von da angegriffen oder von hier? Ja.
Okay. Ja. Okay. Es fängt schon wieder an. Oh, finde den Hüter. Ich lese. Es fängt schon wieder an, ey. Wow. Ich sehe nichts. Alter! Ja, ist ja gut. Ich bin nicht auf den Pin. Gibt's jetzt noch mehr, die mir auf den Keks gehen wollen? Ich habe ja gelernt, immer einen Hebel drücken, ne? Ah, okay. Juhu. Das entspannt gerade. Wieder halben Herzinfarkt gekriegt. Ich hätte ja gesagt gehabt, wenn das nächste Mal an Dungeon kommen sollte, in dem schon wieder diese tollen. Ich jedes Mal Paranoia, dass da irgendwas ist, ne? Wenn das nächste Mal wieder ein Dungeon kommt, dann wollte ich ja mal die Pratzencam anmachen. Ah, die muss ich erst noch einrichten. Dann habt ihr wenigstens was zum Lachen, wenn ich hier tausendmal unterm Tisch liege. Naja, zumindest gibt es ein bisschen Stuff hier. Das erfreut das Looterherz. Mal ganz kurz gucken, geht's hier irgendwo nach oben hin? Aha, da ist zumindest gerade einer. Mining Operation. Okay. Also wir sind zumindest auf jeden Fall, oder ich weiß zumindest schon mal, habe ich das Mikro nah genug dran? Ja, ich habe das Mikro nah genug dran. Munitionsbehälter. Energiebehälter. Pentaxid. Und da ist nichts mehr drin. Aha, du bist hinter dieser geschützten Tür. Haha. Natürlich wieder Damage kassiert. Und das ist, ja, wäre auch mal was Neues, wenn nicht, ne? Hallo? Hallo? Da oben geht's lang. Also irgendwo ist da oben noch was am Kreuchen und am Fleuchen. Auf jeden Fall hier oben. Man hat das gesehen im Schatten. Treibstofftank. Ja, also definitiv läuft da oben einer. Jetzt gucken. ACS, Kondensatordeko. Da ist eine Anzugstation. Da geht es dann dort rein. Okay, ist nix. Angst. Haha. Hinter der Tür ist auch noch jemand. Hinter. Na, 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 na. Zumindest ist der Kommandant schon mal down. Das ist ja schon mal was. Jetzt müssen wir noch eben kurz den. Die anderen Räume clearen. Völlige Verwirrung, ey. Ist hier auch noch einer? Aha, Captain's Log, das lesen wir gleich durch. Okay, hier ist keiner. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Captain's Log. No work for over a month. Me and the crew starting to get desperate. Here there's big rocks under Xerox protection. Roll logs, bla 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 bla. Ne, so kann ich es nicht lesen, so rum.
Chess, we got more lucky with this rock. There's some old tech in this here. Rock that's gotta be worth more than the cash this hold bring in its own. So we're gonna prolong our stay and see if they can't dig that they're building out of. The rock must be worth a lot of it. The T-Rex ain't gonna touch. Oh Gott. Na gut, okay. Aber hey, hier gibt's noch einen Kühlschrank. Oh, wir haben ein Eisgetränk dabei. Geil. So, von daher sind wir gekommen. Ah, Sperrcode eingeben. Genau, hier war es offen. Da hätten wir auch den Weg abkürzen können. Wollten wir nicht. Das ist der kleine Konzert. Ich bin wieder zusammengezuckt. Alter Schwede. Hatten die so viel Zeit gehabt, hier irgend so ein Shit zu bauen oder sowas? Ja. Ja. Da ist ein Scharfschütze. Ich frage mich, wo die auf einmal hergekommen sind. Immer diese Trigger hier. Da war. Das ist der Wahnsinn. Diese Trigger hier, die es hier gibt, ne? Das ist der Wahnsinn. Psst. Trader Message Service. Achso. So. Posi, hey Bossman, something happens down at the ship. Bossman? Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Ausdruck. War das bei The Expanse? Down the ship looks like we got trouble. Bossman. Also Bossman sagt, CRX guns or somewhere else. CRX Archive, a really old one. With a gravity simulator. Two idiots in laser caravan. Can do it, kiddo. Don't let me down. Hey. Ey, diese Geschütze. Gibt's hier noch mehr davon, die ich jetzt vielleicht auch spähen muss? Geht's da oben vielleicht lang? Zumindest schaffe ich jetzt mehr Kopfschusstreffer auszuteilen. Vielleicht sollte ich da einfach noch gar nicht lang gehen. Ja, da hinten steht schon wieder ein Geschütz rum. Hier schon wieder radioaktiv verseucht, warum auch immer. Ich möchte doch nur erstmal den Loot hier mitnehmen. Nach da unten gehe ich garantiert. Falle ich jetzt garantiert nicht noch. Treibstofftank öffnen. Ja. So radioactive. Radioactive. Guck mal oben noch von der anderen Seite. Ach, hier habe ich noch gar nicht reingeguckt in den Schrank. So. Wir gehen einfach mal den vorgefertigten Weg und jetzt nicht nach da unten. Vielleicht können wir noch ein paar mehr Gegner, die wir ein bisschen plätten können. Ah ja, ist ja gut. Genau, ein Laserscharfschützengewehr, genau.
Ich habe ja noch ein paar tausend Schuss. Das ist auf jeden Fall ein Alien-Container. Hier gibt es den nächsten Lock. Trader Messaging Service. So, Idiot. Aha. Geek, stop screwing around. Dump es. Schon nett mit diesen kleinen Nachrichten. Zack. So. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt gar nicht gerade drauf geachtet. Was gab es denn jetzt hier Tolles? Ein paar Siliziumbarren. Ich nehme noch die Milch mit dazu. Du fühlst dich fit und ausgeruht. Ja, ich weiß. Okay, dann gibt es hier tatsächlich ein. Oh, auf jeden Fall noch einen Alien-Container. Sehr schön. Was hast du? Sturmgewehr und das Scharfschützengewehr kann ich nicht mehr mitnehmen. Nehmen wir das Sturmgewehr noch mit. Ja, das sind zwei Waffen halt, ne? Ich denke mal, wir sind auch von der Lucian so weit entfernt. Dann werden wir mal eben ganz kurz rausfliegen. Reicht das vielleicht schon an der Entfernung? Nee, vielleicht noch nicht. Von hier vielleicht? Ja, von hier reicht's. Mal eben direkt alles in die Looter. Lootbox, die habe ich noch gar nicht sortiert. Auch nicht schlecht. Die beiden Sachen brauche ich. Okay, dann haben wir zumindest schon mal wieder Platz. Das ist doch schon mal was. Können wir uns noch den Rest aus dem Alien-Container holen. Das ist ja unsere größte Loot-Stelle. Mal kurz hier rum. Rum herum. So. So, auf Kommentare muss ich auch noch antworten. Da lasse ich mir natürlich wieder schön viel Zeit zum Beantworten. Ist auch nicht so Sinn und Zweck der Übung. Da unten steht noch ein Alien-Container, habe ich gerade gesehen. Mal gucken hier. Erstmal abchecken. Ja. Wollte ich gerade sagen. Aha. Ja. Boah. Hab ich mich jetzt erschrocken. Boah, ey, holla die Waldfee. Ey, da hab ich mir ja gerade echt erschrocken, ey. Ich wusste, dass sie da rumgammeln. Aber ich glaube, die können nicht nach oben schießen. Vor allem der Scharfschütze, der macht ja auf jeden Fall bösen Damage. Da unten ist auf jeden Fall noch ein Alien-Container. Ja, bleib stehen. Komm. Heftigst hier. Heftigst. Ja, da ist auf jeden Fall auch noch was. Ich hab's gesehen. Oh Gott. So, dann wollen wir ganz kurz die Leichen hier erstmal hier. Leichen erstmal hier plündern. Auf jeden Fall jede Menge Stuff und das gefällt mir. Das gefällt mir so gut, dass wir hier alles erstmal mitnehmen.
Alien-Container bin ich am meisten gespannt. Mal kurz gucken. So, 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 so. Ja, jetzt nicht der beste Stuff, aber immerhin Stuff halt, ne? Und halt auch so ein paar wertvolle Komponenten halt, ne? Das ist ja auch wichtig. Kleinvieh macht auch Mist und alles das, was wir halt nicht herstellen müssen, müssen wir halt nicht herstellen. Also apropos, was sagt denn der Fabrikator? 3 Stunden. Okay. Ich liebe Trigger, ne? Ich liebe sie. Ich liebe sie so abartig. Aber sie bringen halt den meisten Shit noch mit sich halt, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, warte mal. Erstmal so. Spinne! Spinne! Weg. Ja, wie ist die? Nein, ich mag sie nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung gehe. Ah, Alien-Container. Sehr schön. Bisschen Satium, EVA Booster, eine SMG. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das ist schon wieder eine Leiter. Schon wieder ein Lock. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Okay. Hör. Wir packen die Dinger eigentlich da oben unter die Decke. So. Das heißt aber für mich jetzt erstmal aber in die andere Richtung gehen. Da scheint es mir jetzt gerade weiter zu gehen. Also gucke ich mir jetzt erstmal die andere Richtung an. Ist das Promethium? Aber ich kann es nicht abbauen. Hahaha. Ha, ha. Witzlos. Witzlos. Ah, ja! So dieser spontane Spawn an irgendwelchen Viechern halt, ne? Gott, jetzt ist schon wieder Party im Hausflur angesagt und es ist 21:45. So, gut, dann geht's. Hatte ich mir mich tatsächlich echt so ein Gespür gehabt, dass es jetzt da weitergeht. Gucken wir mal. Ja. So. Warte, ich gucke eben ganz kurz hier nach. Also noch nicht da, eben kurz. Geh weg! Hau ab! Wo bist du? Da! Also wer sich... Ja, da ist noch so ein Vieh. Ja, genau. Also wer sich das ausgedacht hat, ne? Diese... Trigger... Warte mal, kurz gucken. Diese Trigger-basierten NPC-Spawns, ne? Wo? Da oben? Ja, genau, da oben. Ja, kleine Spinne, ist ja kein Problem. Zwei von der Sorte auch noch.
platscht denn jetzt noch was rum da? Ich, Heimatland. Ja! Oh. Natürlich kriege ich keinen Herzinfarkt. Nein, natürlich nicht. Ja. Und dort. Ah, Scheiße. Du wurdest mal Alienkäfer erschossen. Hm. Habe ich auch so das Gefühl. Scheiße. Boah. Science Vessel? Nee. In der Nähe des Todesortes? No risk, no fun, würde ich halt sagen, ne? Ha. In der Nähe des Todesortes. Hm. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Hintereingang oder sowas? Höre ich das fast nicht, ne? Warte mal. Achso, das wäre... Okay, okay. Also, Boarding von hier hinten. Boarding von hier. Hier durch. Hier runter. Hier lang. Ja, da warten doch wieder die Viecher. Ich wusste es. Dieser Alienkäfer, der hält so viel aus. Gut. Können wir erstmal was schnubbeln? Njom, njom, njom. Also ich glaube, nach da oben müssen wir oder sowas. Wie, jetzt habe ich keinen Platz oder was? Dann ist es halt so. Dann habe ich halt keinen Platz. Hatte ich jetzt hier das Geschütz eigentlich hier oben erledigt gehabt oder war das noch hier? Nein. Und ich hatte ja gehofft gehabt, dass irgendwelche Krabbelviecher jetzt hier nicht mehr sind. Dann, ich wollte ja das nächste Mal eigentlich Fatzcamp anmachen. So. Habe ich jetzt alles? Da ist noch so ein Vieh. Mich. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Und als Belohnung gibt es jetzt hier keinen Alien-Container oder was? Ihr wollt mich doch natzen oder sowas, ne?
lasse ich nicht durch. Bossman, von you in 20 minutes. Aha. Okay. Njom. Daumen gegen Wetter? Nö, ne? Das Käfermassaker. Ah, Gott, okay. Gut. Dann gucken wir mal eben oben. So, ich sollte vielleicht bewaffnet rumlaufen. Das wäre vielleicht ganz nice. Da schon wieder so ein Hebel. Oh. Bist du runtergefallen? Oh, der kommt wieder hoch. Er kommt wieder hoch. Ah. 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 Angst. Schon wieder so ein Messaging-Look. Sagt der? Ach, da ist das klein. You need to send a drone through there. No way I'm fitting through that gap. I'm here, the generator. I've sent a drone. It says who knows where the thing is. Okay. Liebe Leute, wir haben das folgende Limit erreicht. Was sich hinter dieser mysteriösen Wand verbirgt, sehen wir dann in der nächsten Folge wieder. Sehen wir dann in der nächsten Folge so rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentieren und abonnieren ist natürlich freiwillige Pflicht. Ja, weiterempfehlen natürlich auch, ne? Dann würde ich sagen, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut, zu wünschen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.